Bonjour! 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 Oui, bonjour! 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 Bonjour, Richard! Bonjour, Richard! Bonjour, Richard! Bonjour! Bonjour! Et bonjour! 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 Ça va! Ça va! Ça va! Ça va! Ça va! Ça va! Ça va, ça va. Et je suis fier. Et je suis fier. Fier, 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 fier. Fier, oui, 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 oui. Et moi, moi, moi. Ja, die Idee zu dieser Kombination zwischen Musik, Tanz, Theater mit Pferd zusammen, die resultierte auch so ein bisschen aus der Praxis, dass es oft problematisch ist, Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu finden, die im außerschulischen Bereich bereit sind, echt viel sich zu engagieren. Diese Kombination von Kultur und Pferd totales Interesse hervorgerufen hat. Ne? Es gibt viele, die sich für Pferde interessieren, und wir kombinieren das dann mit Tanz und Theater und Musik und schaffen dann so einen Zugang, der vielleicht sonst nicht stattfinden würde. Das ist eine tolle Nische, glaube ich, wo man dranbleiben könnte. Also ganz am Anfang, als ich das allererste Mal hier war, da dachte ich mir nur so, cool, ganz viele Pferde, ein Tänzer dabei, eine Schauspiellehrerin dabei, jemand, der was mit den Pferden macht. Und da dachte ich mir nur so, oh, das wird bestimmt richtig cool. Und dann hat sich das so entwickelt. Also ja, ich habe hier Freunde gefunden, denn ja, sogar ich, Michelle, mit der war ich auf der Grundschule, und Alicia hat die dann mal mitgebracht, und dann haben wir uns sozusagen wieder getroffen, weil in der Grundschule waren wir auch schon befreundet. Das ist ja schon 2 Jahre geht das Projekt, und tatsächlich ist beide Jahre mein Geburtstag zusammen aufs Projekt gefallen. Das heißt, dass ich meinen Geburtstag hier mit allen feiern kann, praktisch. Ich werde jetzt 17 und mache mir eben halt immer ein kleines Buffet, ein kleines Hippe-Pura-Geburtstag. Feiern wir hier meinen Geburtstag. Darf ich denn deine Kugel haben? Guck mal, Sola, ich mache einen Ball aus Wolle für dich. Darf mal die andere auch? Also die Story ist dadurch entstanden und hat sich daraus entwickelt, dass vor 2300 Jahren ungefähr ist ein Kind im Moor versenkt worden in Kaihausen, und dann vor 100 Jahren ungefähr wurde dann das Kind ausgegraben bei Moorarbeiten und ist dann nach dazwischen angebracht worden. Und darum haben drumherum um diese Findung von dieser Moorleiche haben eben halt eine Story gebaut. Sophia hat Feuer gemacht! Hey! Ja! Ein Funk, komm! Scheiße, ja! Gar nicht so gegen, sondern Sie haben Feuer! Feuer! Dr. Spackelmann, ich brauche Ihre Hilfe, mein Pferd will nicht wachsen! Kein Problem! Geben Sie Ihrem Pferd diese Tablette und es wird innerhalb von einem Tag wachsen. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Sie können sich sicher sein, meine Mittel wirken immer. Danke. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil ich habe halt nie wirklich so große Bewegungen vorher gemacht und so richtig übertrieben und so. Aber jetzt ist es eigentlich schon normal, weil ich habe das ja jetzt schon sehr oft gemacht. Also ich finde das sehr schön. Es ist ein schönes Miteinander. Es ist auch sehr lustig. Dann kommt zum Beispiel auf einmal Richard an und macht mit einem einen Tanz, den er gerade gemacht hat, selbst erfunden hat oder so. Dann, man ist halt sehr viel zusammen. Es ist
alle haben so ähnliche Interessen, zum Beispiel das mit dem Reiten. Das ist auch gut, da hat man halt irgendwie immer ein bisschen was zu reden. Draußen ist es ist grandios, man fühlt sich so nicht angesperrt, so. Man fühlt sich frei. Also es ist für die Seele gut, so. Sie erzählt eigentlich zu Hause wenig, aber wenn sie von hier kommt, ist sie, man merkt es ihr an, dass sie so richtig gelöst ist. Ich glaube, es ist die ganze Atmosphäre hier, von den Leuten, von dem, was ihr mit den Kindern und Jugendlichen macht. Ihr nehmt die auch für voll, ne? Also volle Mitglieder, jeder hat hier Mitspracherecht und ich denke, das haben die nicht überall. Ein Theater besonders gut ist einfach diese Kombination von eben Natur. Das ist hier bei den Pferden. Das finde ich halt total klasse, dass alle Kinder und Jugendlichen also auch wieder in der Natur sind. Das ist verbindend mit den Pferden. Die müssen ein bisschen Disziplin halten, was die Lautstärke angeht. Dass sie sich um die Pferde auch kümmern, dass das immer auch im Fokus ist. Und in den Zeiten, wo eben zum Beispiel nicht geprobt wird für Tanz, Musik oder Theater, können die Teilnehmer sich auch mit den Pferden beschäftigen, wenn sie möchten. Und können zudem auch eben nochmal einfach neue Kompetenzen erlernen, wie Kommunikation mit dem Pferd, dass zum Beispiel dass Ängste überwunden werden. Viele Kinder trauen sich vielleicht auch erstmal gar nicht ans Pferd. Und das ist total spannend. Ich durfte dieses Projekt ja fast 2 Jahre begleiten, wie weit die Teilnehmenden jetzt sind. Von daher finde ich das einfach nochmal eine ganz tolle Kombination, die ich auch so noch nicht erlebt habe. Also ich bin ganz begeistert. Das ist Geronimo. Der spielt bei dem Stück nicht mit, weil wenn er Musik hört, dann wird er ganz nervös. Ich spiele in dem Stück die Pferdeburschen, also einer der Pferdeburschen. Ja, das ist der Hammer. Och Jan, der ist doch viel zu groß. Bring du den wieder weg und hol den richtigen Hammer. Also aber er will mal alles schaffen, aber er schafft es halt. Theater mag ich, weil ich dieses Drama, diese Romantik, das ganze Zeug Schauspielern so schön finde, weil man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Man muss nicht wie in der echten Welt etwas strikt befolgen. Man kann sich Sachen ausdenken. Man kann einfach das machen, was man gern machen möchte. Also man hat ja sonst oft sowas, dass man den Eindruck hat, man muss die Kinder in jeder Minute beschäftigen und das Programm muss sehr straff sein, damit es keine Spielräume gibt für Konflikte oder Langeweile oder Unmut. Und das war hier nicht so. Und so eine gewisse Art von Disziplin, die Pferde auch mit sich bringen. Und das ist was ich finde, was für Kinder total wertvoll ist, weil ich glaube, viele Kinder gar nicht mehr so diese Erfahrung so oft machen, dass sie eine Verantwortung haben, dass sie da mal was durchziehen müssen. Auch dies, dass wir die ganze Zeit im Freien sind. Und wir hatten echt Glück mit dem Wetter, aber klar, da hat es auch mal geregnet, dann saßen wir da alle unterm Verschlag. Dumm, dumm, Tau, Wetter. Ich nehme jederzeit mit dir auf. Nasse Stiefel, nasse Socken, nasse Hosen, nasse Locken. Aber du machst mir nichts aus. Dumm, 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 dumm. Tau, Wetter. Klar, da. Oder es war mal ein Tag kalt, dann hat man auch mal gefroren oder heiß, es wäre ja alles. Und das ist dann auch so eine Erfahrung, die damit so reinspielt und die dann aber aufgefangen wird dadurch, dass sie da Lust drauf haben, draußen zu sein, weil die Pferde draußen sind. Das hier ist Kingston. Mit Kingston arbeite ich zusammen. Kingston kann in die Zukunft schauen und Mirabella versteht seine Sprache. Also im echten Leben verstehe ich Kingstons Sprache nicht. Wäre zwar manchmal schön, aber im echten Leben verstehen wir uns ganz gut. Ja, Charlotte, das ist sehr gut jetzt gewesen, ne? Die Übung hat total gut geklappt, der hat gerade abgetaut. Aber wenn wir jetzt nochmal eine Übung machen mit ihm, kannst du jetzt einmal aufhören. Du kannst dich ja vielleicht mal hinhocken mit ihm und die Hand vielleicht mal nach unten führen. Genau.
Genau, super. Und das machst du einmal alleine, ganz ruhig. Guck mal. Und dann diese Kombination mit den Tieren, das ist was, wo ich merke, die Kinder arbeiten nochmal auf eine ganz andere Weise auch auf der Theaterebene. Die Tiere, die Atmosphäre der Tiere beruhigt die Kinder und das motiviert sie total, auch dabei zu sein. Und dieser Wechsel aus das Arbeiten an Theater, Musik, Tanz hat ja immer so eine bestimmte Konzentration. Und dann wieder zu den Tieren zu gehen und einfach reiten, Pferde putzen, das ist einfach eine ideale Mischung. Und dass dann auch noch die Pferde als Darsteller dabei sind und dass es nicht nur so ein Wechsel ist aus, jetzt machen wir so ein bisschen Pferde und dann machen wir Theater, sondern dass das zusammengeht, das motiviert die Kinder noch mal stärker. Führt auch dazu, dass die Kinder in der Szene anders spielen müssen. Also die müssen sich ja auf die Pferde einlassen. Und dieses sich auf die Pferde einlassen erhöht bei den Kindern auch nochmal die Aufmerksamkeit dafür. Wie können wir so arbeiten, dass die Pferde das auch mitmachen? Die dürfen ja nicht unruhig werden oder nervös werden oder aggressiv werden. Und das ist so eine Win-Win-Situation mit den Pferden und den Kindern. Das finde ich großartig. Mach dir bitte die Pferde fertig. Wir werden sie später abholen. Ja. Viel bei dich. Ja. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Elisabeth, wem spielst du mit diesen Gaukler-Kindern? Nein, nein. Wie darf ich mit den Kindern von Fahren und Volk spielen? Damit sind die viel lustiger als die Töchter von Mamas Freundinnen, Elfriede und Hildegard. Die tun immer so, als wären sie Prinzessinnen und spielen nur mit Puppen. Ja, ich weiß auch nicht, was die alle gegen diese fahrenden Leute haben. Das Fahren und Pferdevolk, das sind Leute, die im Land umherfahren und durch kleine Auftritte ihr Geld machen. Allerdings werden sie aus die meisten Städten oder Dörfern, in denen sie sind, wieder rausgeschmissen, weil niemand sie dort haben möchte. Um Essen, Trinken und andere Besorgungen fürs Leben zu machen. Genau! Ja, genau. Das Gesetz? Das bin ich! Und jetzt verschwindet! Okay, Claudia, komm nochmal zu mir. Okay, und jetzt anfangen. Habt ihr alle Rücken? Ja. Moment. Ein bisschen weiter in der Mitte noch. So massieren, drehe ich durch. Klopfen. Ich glaube, dass so eine Alters- oder meine Erfahrung ist, dass so eine altersübergreifende Arbeit, wir hatten jetzt von 6 bis 16 so die Altersspanne, in anderen Projekten manchmal nicht ganz einfach ist, weil die Teenager wollen dann was anderes als die Kleinen. Und hier durch alles, was hier sonst noch so drumherum angeboten ist und durch die verschiedenen Orte, die es auch gibt und die Möglichkeit, was mit Pferden zu machen, was ja die meisten von 6 bis 16, die hier dabei sind, auch interessiert und sie auch wieder verbindet. Das hat es sehr erleichtert, mit so einer großen Altersspanne auch zu arbeiten und sich dann auch, das befruchtet sich dann auch. Da die 16-Jährigen können vielleicht dann teilweise schon ein bisschen mehr mit den Pferden, kennen sich besser aus, haben Erfahrung, können den Kleineren helfen, fühlen sich dadurch natürlich auch wieder bestärkt so. Und das hat hier super funktioniert. Schön, dass das so aufging. Ja. Das war's. Ich bin hier beim ersten Mal hier und mir hat das am meisten das Reiten und das Tanzen mehr
mehr Spaß gemacht? Ich glaube, tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat mir, wenn wir einfach, was vielleicht nicht unbedingt konventionell ist, aber einfach nur das Mittagspause. Das heißt, also alles hat Spaß gemacht, aber in der Mittagspause einfach nur sitzen und sich mit den anderen unterhalten, Witze machen, dann ist ja auch der ganze Stress raus. Wir sitzen dann da einfach nur da und erstmal Pause. Jetzt können wir erstmal essen, Witze machen. Wenn wir nämlich die Zehen einüben, muss ja immer Stille sein. Und die Pferde, also nicht zu laut sein, nicht rumrennen. Und dann konnten wir uns da eben halt immer ein bisschen ausspannen. Ich mag das Reiten ganz gerne. Ich habe viel Tanz und Musik, Theater mit vielen Jugendlichen und Kindern gemacht. Aber dieses Projekt hier ist etwas Besonderes. Was ist Schönes geblieben, ist ja unser letzter Auftritt. Das war Hammer. Und wir waren alle gestresst. Und haben uns gefragt, ob alles klappen würde. Diese Tablette jetzt für sich selbst, für ihr Pferd, für ihren Partner, für nur einen Taler. Es hat so perfekt geklappt und vorher hat es doll geregnet. Und dann, während das Spiel hat aufgehört, nicht perfekt, total aufgehört, und diese Atmosphäre, die Kinder haben sich so gefreut. Und die und alle hat so perfekt geklappt, das kann ich nicht vergessen. Es ist natürlich traurig, dass das Projekt nun beendet ist. Und der Wunsch ist, dass die Gruppe sich in was für einer Konstellation auch immer noch mal treffen kann. Dass es ein neues Projekt gibt, wo sie sich noch weiterentwickeln können. Wo sie alte Verbindungen wieder neu aufleben lassen können und erlernte Kompetenzen wieder abrufen können und weiterentwickeln können. Und gerade auch nach der Corona-Zeit war es einfach schön für die Kinder, endlich mal wieder mit mehreren zusammen zu sein. Und die Gruppe ist einfach gewachsen und die Dynamik war einfach super, sodass das sehr traurig wäre, wenn das jetzt das letzte Projekt wäre. Und ich glaube, dass diese Kombination von Pferd oder Tieren und draußen sein mit Kultur, dass wir die auf jeden Fall weiter verfolgen müssen. Da rennen wir offene Türen ein bei den Kindern und das, ja, da werden wir uns auf jeden Fall was Neues überlegen. Okay, dann machen wir unsere legendäre. Oh nein! Was? Was haben wir? Tabonti! Hey! Tabonki! Hey! Tabonti! Hey! Tamo vin, 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 tamo vin,